Verkehrte Welt in der Regionalliga Bayern. Der kleine Dorfclub, die JK Filzing, ist mit dem besten Angriff der Liga Tabellenzweiter, die U23 des deutschen Rekordmeisters mit der schwächsten Abwehr Zwölfter. Ganze 9 Punkte liegen aktuell zwischen den beiden Teams, die ja eigentlich völlig unterschiedliche Zielsetzungen haben. Die Tabelle aber zu diesem frühen Zeitpunkt zugegebenermaßen noch wenig aussagekräftig. Daher lassen sich die Oberpfälzer im gewohnten Gelb-Schwarz, die 5 ihrer bislang 6 Spiele gewonnen haben, die Favoritenrolle nicht aufbürden. Auch wenn die Bayern Amateure, bei denen Coach Holger Seitz nach abgesessener Rotsperre wieder an der Seitenlinie stand, mit erst 6 Zählern den eigenen Ansprüchen weit hinterherhinken. Damit hinein ins Spiel am mit 2500 Zuschauern ausverkauften Hutgarten, die Hausherren mit derselben Startelf wie zuletzt beim 1:0 in Augsburg und nach nicht einmal einer Minute mit dem ersten Abschluss durch Jim Patrick Müller. Allgemein die DJK in der Anfangsviertelstunde sehr aggressiv und mutig und in der 17. Minute mit der Riesenchance zur Führung. Marco Pledel scheitert jedoch in aussichtsreicher Position an FCB-Keeper Tom Ritzi-Hülsmann. Und dass man gegen die Bayern solche Gelegenheiten nicht unbedingt auslassen sollte, zeigte sich im direkten Gegenzug. Desiree Segbe lässt Jakob Zitzelsberger und Mario Kufner da ziemlich alt aussehen und schiebt dann eiskalt ein zum 1:0 nach 18 Minuten. Quasi mit dem ersten richtig gefährlichen Angriff gehen die Gäste also in Front. Der Rückstand zog der Heimelf, die zuletzt ja 2:0 gespielt hatte, nun etwas den Stecker. Und das nutzen die Bayern gnadenlos aus. Nach schöner Vorarbeit von Lovros Vonarek trifft Lukas Copado platziert ins lange Eck zum 2:0. Zwischen den beiden Treffern war übrigens nur etwas mehr als eine Minute vergangen. Filzing in der Folge nun ziemlich beeindruckt von den extrem spielfreudigen Münchnern, bei denen unter anderem mit Franz Kretzig und dem zuletzt verletzten Tarik Buchmann gleich mehrere Akteure aus dem erweiterten Profikader in der Startformation standen. Und obwohl den Youngsters bei den Abschlüssen zumeist die letzte Präzision fehlte, schien der Bundesliga-Nachwuchs auf dem besten Weg zum zweiten Saisonsieg. Doch kurz vor Ende von Durchgang 1 dann nochmal die Gastgeber im Vorwärtsgang. Der Schuss von Tobias Hoch wird zwar gerade noch geblockt, direkt danach aber ein Foul an Christian Kufner. Deshalb nochmal Freistoß in der 45. Minute und den buxiert Andreas Jünger aus gut und gerne 25 Metern mit Unterstützung des Innenpfostens in die Maschen. Perfekter Zeitpunkt für das 1:2, pünktlich zur Pause, Filzing also back in business. Und auch die erste Aktion nach dem Seitenwechsel gehörte dann der DJK. Im Anschluss an eine eigentlich schon geklärte Ecke bringt Elia Hertel den Ball nochmal nach innen und findet wiederum den im bisherigen Saisonverlauf eigentlich eher glücklosen Jünger, der mit seinem zweiten Treffer zum 2:2 in der 48. Minute die Uhren wieder auf Null stellt. Die Gäste schafften es daraufhin wie im ersten Abschnitt nur phasenweise ihre zweifellos vorhandene Qualität auf den Platz zu bringen. Auf der anderen Seite schnupperte die Heimelf nun Morgenluft und wurde mit zunehmender Spielzeit auch offensiv wieder aktiver. Die Bayern ließen dagegen ohne ihren verletzten Kapitän Timo Kern in dieser Phase die nötige Widerstandsfähigkeit größtenteils vermissen. Ganz im Gegensatz zu den Hausherren, die wie hier Mario Kufner bei dieser Abwehraktion in den entscheidenden Momenten entschlossener und selbstbewusster zu Werke gingen. Das galt übrigens nicht nur hinten, sondern auch vorne und so ging Filzing in der 71. Minute tatsächlich in Führung. Der gebürtige Münchner Müller verwertet die Maßflanke von hoch, technisch anspruchsvoll zum 3:2, das Spiel damit komplett gedreht. In der Schlussphase das Geschehen völlig offen, die DJK hatte noch die ein oder andere gute Kontergelegenheit wie hier durch Jünger. Bei den Gästen brachten auch die zahlreichen Standards keinen Erfolg mehr und so feiern die Oberpfälzer im dritten Anlauf sensationell den ersten Sieg über die kleinen Bayern. Ich glaube, dass wir die ersten 20 Minuten hervorragend ins Spiel gekommen sind. Dann machen wir einen Fehler im Spielaufbau, der Doppelschlag, 2:0, dann war es natürlich hart. Haben wir 20 Minuten wirklich gekämpft, Gegner hat die eine oder andere Chance aufs 3:0. Aber dann haben wir uns hervorragend zurückgekämpft durch das 2:1. Und in der zweiten Halbzeit haben wir dann zwei herausragende Tore geschossen, leidenschaftlich verteidigt, glaube ich, auch nicht mehr allzu viel zugelassen. Am Ende des Tages, denke ich, auch verdient gewonnen. Ja, es war wie so häufig jetzt in den ersten Teil der Saison, dass wir dann nicht mehr dazu in der Lage waren, uns dagegen zu stemmen, dass wir es nicht mehr geschafft haben, die Klarheit in unserem Spiel zu haben wie in der ersten Halbzeit. Dafür gibt es ja keine Ausreden. Wir müssen diesen Dingen schon den Dingen in die Augen sehen, dass wir besser verteidigen müssen. Es ist für mich der Schlüssel zum Erfolg. Wir haben heute wieder 3 Gegentore bekommen, 2 mehr oder weniger aus dem Nichts. Und dann ist es natürlich unglaublich schwer, dass man in Filzinger Punkte mitnimmt. Nach dem enttäuschenden 1:1 zu Hause gegen Schalding nun also gleich der nächste gebrauchte Abend für die Bayern Amateure, die den Blick wohl erst einmal eher nach unten richten müssen.
Pilzing dagegen beeindruckt nicht nur mit dem sechsten Saisonsieg im siebten Spiel, sondern vor allem mit der Art und Weise und übernimmt damit sogar die Tabellenführung.